Jesus ist also, genau wie alle anderen wichtigen Figuren in der Bibel, nur eine astrologische Fiktion. Verweilen wir noch ein wenig bei der Bibel, um den Sprung von den gefälschten Religionen zu einer weiteren riesigen Täuschung zu schaffen. Im Folgenden beziehe ich mich besonders auf die Arbeit des russischen Mathematikers Dr. Anatoly Fomenko. Wann wurde die Bibel geschrieben? Vielleicht vor knapp 2000 Jahren? Vielleicht auch nicht. Das letzte Buch der Bibel ist die Offenbarung des Johannes, welche die Darstellung der Apokalypse enthält. Obwohl die Offenbarung heute am Ende der Bibel steht, gibt es gute Gründe anzunehmen, dass sie ursprünglich eines der ersten Bücher der Bibel war, wie es zum Beispiel Bibelforscher wie Bauer oder Kowalew behaupteten. Da wir nun von den astrologischen Ursprüngen der biblischen Geschichten wissen, wird es nicht überraschen, dass die Offenbarung ein detailliertes Horoskop enthält. Ein Horoskop besteht aus den Positionen von Sonne, Mond und den fünf damals bekannten Planeten in Relation zu den Tierkreiszeichen, also zum Beispiel Sonne in Jungfrau, Merkur in Löwe und so weiter. Ein vollständiges Horoskop kann als Datumsangabe dienen, besonders dann, wenn man den Ort kennt, von dem aus der Himmel beobachtet wurde. Glücklicherweise liefert die Offenbarung sowohl ein vollständiges Horoskop als auch den Beobachtungsort. Offenbarung, Kapitel 1, Vers 9. Ich, Johannes, war auf der Insel, die Patmos heißt. Patmos ist eine Insel der griechischen Sporaden. Von dort aus beobachtete der Astrologe den Himmel und erstellte das Horoskop. Er schrieb unter anderem, Offenbarung, Kapitel 6, Vers 2. Und ich sah, und siehe, ein weißes Pferd. Und der darauf saß, hatte einen Bogen, und ihm wurde eine Krone gegeben. Das weiße Pferd ist der Planet Jupiter, der oberste aller Planeten. Daher wird dem Reiter eine Krone gegeben. Der Reiter selbst trägt einen Bogen und symbolisiert damit das Sternzeichen Schütze. Jupiter ist also in Schütze. Weiter heißt es im Text. Offenbarung, Kapitel 6, Vers 5. Und ich sah, und siehe, ein schwarzes Pferd. Und der darauf saß, hatte eine Waage in seiner Hand. Das schwarze Pferd ist der Merkur, der dunkelste der fünf damals bekannten Planeten. Er befindet sich laut Autor im Sternzeichen Waage. Und als letztes Beispiel. Offenbarung, Kapitel 12, Vers 1. Und es erschien ein großes Zeichen am Himmel, eine Frau, mit der Sonne bekleidet, und der Mond unter ihren Füßen und auf ihrem Haupt eine Krone von 12 Sternen. Die Frau ist das Sternzeichen Jungfrau, in dem sich die Sonne befindet. Der Mond ist direkt unterhalb der Jungfrau. Die Krone von 12 Sternen ist übrigens das Sternzeichen Koma Berenices, direkt über der Jungfrau. Es besteht aus 12 hellen Sternen. Durch diese Art der Interpretation erhält man ein vollständiges Horoskop und, durch Computerberechnungen, schließlich auch den genauen Zeitpunkt, an dem diese Beobachtungen von Patmos aus gemacht werden konnten. Das Ergebnis ist eindeutig. Die Offenbarung des Johannes wurde am 1. Oktober 1486 geschrieben. Dieses späte Datum passt übrigens auch sehr gut zu der bekannten Tatsache, dass man damals allgemein annahm, das Jahr 1492 könnte das Ende der Welt markieren. Die mögliche Apokalypse war also 1486 sehr nah. In dieser Hinsicht ist es auch kein Zufall, dass Juan Colon, alias Christopher Columbus, in jenem Jahr Amerika entdeckt haben soll. Und 1492 war zum Beispiel auch das Jahr, in dem die spanische Krone alle Juden aus Spanien verbannt haben soll. Das hört sich doch verdächtig nach dem alttestamentarischen Exodus an. Wir halten somit fest, dass die Bibel eine astrologische Schrift ist, deren Teil im späten 15. und frühen 16. Jahrhundert in Europa geschrieben wurden. Das bedeutet auch, dass die gesamte Geschichte des Nahen Ostens eine reine Erfindung ist. Fomenko meint dazu, die historischen Überreste aus biblischen Zeiten, die heute den Touristen gezeigt werden, wie zum Beispiel die Klagemauer, halten aufgrund der kompletten Abwesenheit historischer und archäologischer Beweise nicht mal der geringsten wissenschaftlichen Kritik stand. Damit lassen wir die Bibel hinter uns und wenden uns kurz der altägyptischen Hochkultur zu. Wenn Sie das Wort Pharaonen hören, werden Sie wahrscheinlich Zeiträume von vielen tausend Jahren im Kopf haben.
Aber das ist ebenso falsch wie der Glaube, das Turiner Grabtuch zeige das Konterfei Jesu. Viele ägyptische Tempel zeigen Ansammlungen von Hieroglyphen, die sehr den mittelalterlichen Sternenkarten gleichen. Und tatsächlich handelt es sich dabei um Horoskope, die datiert werden können. Ein repräsentatives Horoskop findet sich zum Beispiel im Dendera-Tempel. Und auch hier gibt es nur eine einzige passende astronomische Lösung. Der Tempel wurde zwischen dem 13. März und 9. April 1185 verziert. Es gibt keinen Grund anzunehmen, dass er viel älter als diese knapp 1000 Jahre ist. Man könnte das Horoskop im Dendera-Tempel für eine spätere Arbeit halten, aber Technik und Stil der Darstellungen stimmen mit anderen ägyptischen Bildnissen überein. Im Dendera-Tempel selbst findet sich ein weiteres größeres Horoskop. Es kann ebenfalls datiert werden. Weitere Tempel, die datierbare Horoskope enthalten. Ich nehme an, Sie werden noch nie davon gehört haben, dass die ägyptischen Tempel Horoskope enthalten. Das liegt vor allem daran, dass die prominenten Ägyptologen alles daran setzen, diese Tatsache zu vertuschen, um damit eine mögliche Datierung zu verhindern. Fomenko schreibt, wie sich herausstellte, ist es eine extrem schwierige Aufgabe, gute Fotos selbst von berühmten ägyptischen Tierkreisen zu bekommen. Man kann kaum den Eindruck vermeiden, dass die Spezialisten in ägyptischer Geschichte versuchen, diese Beweise, die ihrer Version der ägyptischen Chronologie widersprechen könnten, zu verbergen. Wir sehen somit, dass die ältesten bekannten ägyptischen Wandmalereien aus dem 12. Jahrhundert stammen. Sie sind also gerade mal 900 Jahre alt. Das gleiche gilt auch für die Pyramiden. Sie wurden vor weniger als 1000 Jahren nach astrologischen Gesichtspunkten errichtet und dienten den ersten Geheimgesellschaften als Kultstätte. Auch wurden nicht Tausende von Sklaven eingesetzt, um die tonnenschweren Blöcke kilometerweit durch die Wüste zu schleppen. Die Steine wurden an Ort und Stelle gegossen. Es handelt sich dabei um eine Frühform von Beton. Deshalb passen die Steine perfekt aneinander. Ich empfehle Ihnen die Arbeit des Historikers Dr. Eugen Gabowitsch. Kurz zur Sphinx. Sie gilt als äußerst mysteriöses Symbol. Die tollsten Theorien ranken sich darum, was sie darstellen soll. Die Sache ist jedoch sehr einfach, sie besteht aus einem Löwenkörper und einem weiblichen Gesicht und repräsentiert damit das altägyptische Jahr, das im Sternzeichen Jungfrau beginnt und im Sternzeichen Löwe endet. Die rapide auseinanderfallende Sphinx zeigt auch deutlich, wie anfällig diese Strukturen für die Witterungsverhältnisse in der Wüste sind, wo die kleinen Sandkörner, die der Wind transportiert, wie Schmirgelpapier wirken. Diese Bauwerke haben eine unheimlich hohe natürliche Zerstörungsrate und können ohne ständige Erneuerung nur wenige hundert Jahre überdauern.